Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und dieses Mal dabei haben wir Adrian. Gut, das Intro war irgendwie cringe, aber egal. Hallo. Richtig verspätet. Und wir spielen eine Minecraft Puzzle Map. Wenn wir es hinbekommen, dann müsste ich eigentlich auch seine Sicht sehen. Dann würde ich sagen, gehst du Team Rot, dann gehe ich Team Aqua. Also genau, wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten, working together. Ich denke mal, wir müssen jetzt die Pfeile aufeinander zudrehen. Gehe ich mal davon aus. Also der Pfeil, mein Pfeil zeigt schon zu dir. Meine auch. Dann auf die Tür mal gucken. Ja. Also ich habe hier ein Fass. Ja, dann können wir wahrscheinlich ganz viele Items tauschen. Jupp, dann gib mir, hast du Tools? Weil ich habe keine, ich habe hier Blöcke. Ich habe eine Holzachse. Okay, mach sie mal hier rein. Kies gegen Grundstein tauschen, den man auf einem Goldblock platzieren kann. Perfekt, das heißt, ich darf jetzt Gold vom Server runterschmeißen. Zack, dann baue ich jetzt mal hier Holz ab. Du musstest wahrscheinlich irgendwas craften, oder? Ich habe hier einen Sandblock. Ich habe hier eine Werkbank, ja. Und auf der Werkbank ist ein Schild, das wechselt die Koordinaten. X 1007, Y 100 und Z 1013. Hier ist ein Goldblock. Ich vermute, das Ziel wird sein, den Goldblock abzubauen. Mach mal eine Pickaxe. So, jetzt müsste ich hier mit der Holzspitzhacke, kann ich hier den Cobblestone abbauen. Und dann die nächste Aufgabe wird es wahrscheinlich sein, eine Steinpickaxe zu bauen. Und hier ist jetzt ein Goldblock. Ich vermute mal, das Ziel wird sein, den abzubauen. Nee, ich habe hier einen Bedrock, den man auf Goldblatt platzieren kann. Ja, Bruchstein und Sand gibt Gravel, okay, dann normal. Grundgestein kann platziert werden auf Ding. Jawohl! Jetzt habe ich eine Kiste bekommen, die verschlossen ist. Ich habe einen Ofen. Dann habe ich irgendwie einen Kronblock und so einen. Hier oben Red Dropper ist verschlossen. Warte mal, mit dem Button, du hast mir einen Key gegeben. Hier, ich kann dir auch was geben. Okay. Jetzt habe ich einen Blue Key bekommen und einen Claybreaker. So, mit dem Blue Key kann ich den blauen Dropper öffnen. Hast du bei dir Ton? Ich habe so einen weißen Terracotta. Ja, das könnte das sein. Ich kann damit nichts anfangen. Ich auch nicht, meine, es kann natürlich. Ah, ich weiß wo. Ah, das sah nur im Texture-Effekt so schlecht aus. Ich kann dir Tonklumpen geben. Ja, ich kann Keys, die 1 bis 5 kaufen. Kohle gegen Bedrock Platz hier traden. Ja, okay, Leute, also wir haben jetzt hier mal ganz kurz einen Texture-Pack-Change gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es bei dem Texture-Pack bleibt, vielleicht wird es nochmal ändern. Blue Key, zack. Warte. Steck mir mal deinen. Key, steck den mal bei dir in den Dropper rein. Ja, okay, perfekt. Nein, ich kann das bauen. Jetzt hast du den Red Key. Ja. Und jetzt kommen wir nicht mehr traden. Geil, wir haben es gebreakt. Warte doch, wir können doch hier wieder. Über das Fass. Stimmt. Da können wir die ganze Zeit traden. Dann baue ich mal weiter Gravel ab. Dann lege ich dir Gravel wieder in das Fach rein. Wieder über den Stack. Du müsstest jetzt den Clay wahrscheinlich verarbeiten können. Ja, ich kann die Sachen mit craften. Ja, mach mal. Key 1. Ist es nicht. Key 2 ist es auch nicht. Key 3 ist es auch nicht. Dann muss es Key 4 sein. Oder Key 5. Key 4. Key 4 ist es. Kann abbauen Steinkohle. Hast du bei dir Steinkohle? Nein. Ich will normale Kohle traden. Aber ich brauche eine Steinkohle. Für weiß ich keine Ahnung. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, dann lass doch gerne ein kostenloses Like da. Und auch gerne ein Abo. Ich meine, ich darf das, glaube ich, mal auch endlich mal leaken. Und zwar bei 500 Abos wird es voraussichtlich ein Face-Reveal geben. Heißt, wenn wir die 500 Abos knacken sollten, es fehlen weniger als 100, dann wisst ihr endlich, wie dieser Chip aussieht, der sich hinter diesem hässlichen Skin verbirgt. Deswegen gerne ein Abo da lassen. Unterstützt mich, hilft mich. Kuss geht an jeden Abonnent draußen raus. Und ich würde sagen, genießt das weitere Video. Viel Spaß noch im restlichen Video. Genau, jetzt hier. Also, drück mal einen Button. Drück mal den ersten Button. Drück mal den zweiten. Genau, jetzt drück nochmal den ersten. Drück mal den dritten. Drück mal den ersten und den dritten. Also erst den ersten, dann ganz schnell hinterher den dritten. Na, das war nichts. Dann drück mal den dritten und dann den ersten. Jawohl, das hat geklappt. Dann drück mal den vierten. Jawohl. Dann drück mal den fünften. Okay, das ist nicht. Dann sechster. Siebter. Dann drück mal siebter und dann sechster. Also beide direkt hintereinander. Siebter, sechster. Oh, nee. No, drück mal nur sechster.
Rückball 7. Und jetzt 6. Das ist so ein Double Piston Extender. Mit der 7 löst du den hinteren aus, mit der 6 den vorderen. Nee, der will sich nicht verschieben. Das sind beide sticky. Du musst die quasi beide ausfahren. Aber Problem ist, wenn... Ja, jetzt müsst du eigentlich theoretisch einen anderen irgendwie ausfahren können. Oder dann drück mal den 8. Den 9. Wenn es noch einen gibt. Mach mal 5. Genau, dann drück mal 7 und dann den 5. Jawohl. Jetzt drück nochmal den 5. Bruh, der ist nicht sticky. Ich glaube, wir haben die Map zerstört. Ja, ich komme da nicht ran, du musst da mal drauf drücken. Ah, da. Ist schon rausgeflogen. Zack, jetzt habe ich einmal Steinkohle. Genau, die kann ich traden. Okay, dann schmeiße ich sie die wieder hier durch. Zack, zack. So, und dafür kriege ich zum Grundgestein, den ich hier platziere. Jawoll. Okay, ich habe einen Jump'n'Run. Mir fehlt ein Block. Du musst einen Knopf oder so haben. Ja, jetzt ist unsichtbar. Warte mal, also ich habe als erstes von dem Türrahmen aus 3 Blöcke, weil da vorne ist, also 4 Blöcke, weil da vorne ist ein Block. Ja, den habe ich. Dann geht's einmal eins nach vorne, eins nach rüben und eins nach oben. Ich habe ihn, ich weiß, wo ich hingegangen bin. Ich habe ihn einfach durch Intuition erkannt, wo er ist. Aber das ist ein fieser Jump. Ich habe ihn. Ich bin jetzt quasi da, wo einer an der Wand ist und gegenüber ist nochmal einer an der Wand. An der Wand sind wir. Ja, der eine ist fast an der Wand und der andere ist an der Wand. Ich sehe diesen Zweierblock, wo du gefunden hast. Ja. Und jetzt, wo ist der nächste? Den habe ich auch nicht. Unsichtbar ein Zweierblock. Ja, also erster Jump, zweiter Jump. Also wir machen mal so, wir starten beide auf dem ersten Block, wo es hochgeht. So, dann erster Jump, dann zweiter Jump. Und dritter Jump ist vom zweiten Jump quasi, wenn du da, das ist so eine Art L, würde ich mal schätzen, oder I, nee, ist ein L. Und du läufst quasi bei dem L einmal ganz nach vorne, also sneakst, läufst bis nach ganz vorne, bis es nicht mehr geht. Wenn du dann ganz am Rand stehst, ist es ein Block hoch, nach vorne und hoch musst du springen. Das kriegt beide gerade gefällt, perfekt. Also es ist wie gesagt, du gehst ganz bis an den Rand, Blockrand. So, also sneakst bis ganz an den Blockrand und gehst nach vorne. Und dann ist es quasi einfach nur noch ein Block nach vorne und nach oben jumpen. Also einfach nur Steuerung W. So, wo ist denn der nächste? Moment. Oh. Ja. Ein 1er Block. Nein! Ach, krieg ich. 2 Blöcke weiter vorne und 3 Blöcke weiter rechts. Also über der Mittellinie. Hm. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden, wo. Ja, hab ihn. Und der nächste Jump ist quasi auf dem gleichen Block. 1, 2, 3, 4 Blöcke müssten es sein. Also quasi direkt an der Wand vorwärts. Und zwar in Richtung zu dir, genau. Ja. Jetzt fehlt mir noch einer. 3 nach vorne. Also der vierte Block nach vorne. Okay, 4er Jump. Hab ihn. Dann spring jetzt auf die Druckplatte. Ma! Ey, die gesamte Zeit. Wenn ihr jetzt auch noch unsichtbar... Ach, ich war schon vor meinem Auge. Jump von da nach den Anlauf. Wir sind aber schon 2 Minecraft-Tage in dieser Welt hier drinne. Kritisch. Wir sind schon 2 Minecraft-Tage vergangen. Jawohl. Jawohl. Hab's. Jetzt musst du nur noch du schaffen. Ah. Jawohl, hat zwar Ewigkeiten gedauert, aber wir haben es. Ich glaube, ich sehe da vorne sogar schon das Ziel, actually. Stell ich mal drauf. Ich glaube, das ist einfach actually schon. Ne. Ja, was müssen wir machen?
Das ist, sobald man sich draufstellt, geht die Lampe an. Du meintest vorhin zu mir im Chat, bei dir würde irgendwas stehen. Genau, bei mir steht, the wall is a lie. Die Wand ist eine Lüge. Hab sie. Bei mir ist ein Buch drinne. What is that on your teammate's head? Du hast, warte mal, du hast Hasenohren bekommen oder so, oder ein Stinkefinger. Die Kampfe erzählt werden aus schwarzes Glas, ja, das ist hier gerade. Wow. So, das war's mit der ersten Folge der Minecraft Puzzle Adventure Map. Und die nächste Folge, würde ich sagen, droppen wir, sobald wir die 10 Likes erreicht haben. Die ist auch schon aufgenommen und bestimmt auch schon gecuttet, so wie ich meinen Cutter kenne. Das heißt, je schneller wir die 10 Likes erreichen, desto schneller haue ich das nächste Video raus. Und wenn ihr sie nicht erreicht, dann wird es keine neue Folge mehr geben. Ja, lasst gerne noch ein Abo da. Ich, wie gesagt, habe es, glaube ich, vorhin schon mal geleakt. Und zwar 500 Abos, Face Reveal. Macht uns gerne voll. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, Leute.